Kilometerweite Flächen, gigantische Stahlkolosse und das Know-how aus vielen Jahrhunderten Bergbau. Das alles kommt aktuell im Tagebau Jentschwalde zum Einsatz. Seit 1976 läuft hier der Braunkohleabbau. Insgesamt wurden rund 660 Millionen Tonnen Kohle gefördert. Doch ab heute endet der reguläre Betrieb und die abschließende Wiedernutzbarmachung der Bergbaulandschaft beginnt. Damit endet auch für LEAG-Mitarbeiter wie Michael Kadler eine Ära. Der Steiger ist seit 46 Jahren im Tagebau tätig, 8 davon in Jentschwalde. Da blickt man schon mal mit gemischten Gefühlen auf das Betriebsende. Ja, das ist ziemlich emotional. Ich habe eine Schließung schon erlebt in Cottbus Nord. Das war ich ganz traurig, weil ich auf diesem Gerät, was dann gesprengt wurde, gearbeitet habe. Habe ich gesagt, man passt jeden Tag auf, dass dem Gerät nichts passiert und den Mitarbeitern. Und dann, ja, es ist zu Ende. Ich finde es traurig, dass der Tagebau zu Ende ist, aber das ist der Lauf der Zeit. Im Tagebau Jentschwalde ist in fast 50 Jahren Braunkohleförderung viel passiert. Unvergessen ist etwa das Soli-Konzert der Prudis im Jahr 2000. Die Ostrocker setzten sich damals für den Erhalt des Tagebaus ein, der auf der Kippe stand. Wenige Tage später stand fest, in Jentschwalde wird weiter Kohle gefördert. Beim Tag der offenen Tür im Jahr 2002 zeigte sich, wie nah die Lausitzerinnen und Lausitzer dran waren an der Kohle. Wohl auch deshalb, weil bis zu 8000 Menschen in der Lausitzer Energiewirtschaft beschäftigt waren. Plus 15.000 indirekt Beschäftigte, etwa über Servicefirmen. Ein echter Publikumsmagnet war auch das Sommerfest 2013, bei dem ein vielfältiges Programm geboten wurde. Und die Bagger zeigten sich von ihrer grazilen Seite. In den 2010er Jahren war es auch, dass archäologische Funde im Tagebaugebiet neue Erkenntnisse zur Geschichte Brandenburgs ans Licht brachten. Vor allem in jüngerer Vergangenheit gab es zunehmend Proteste von Umweltschützern, die ein Ende des Kohleabbaus forderten. Ende 2019 standen die Maschinen in Jentschwalde sogar für fast ein halbes Jahr komplett still. Ein Gerichtsurteil hatte die Förderung aufgrund ausstehender Umweltuntersuchungen untersagt. Die LEAG konnte die geforderten Genehmigungsunterlagen aber schließlich vorlegen. Dennoch wird der Abbau jetzt beendet, nicht zuletzt wegen des geplanten bundesweiten Kohleausstiegs im Jahr 2038. Doch bis die Bagger stillstehen, wird noch einige Wochen weiter Kohle gefördert, um die sichere Nachnutzung vorzubereiten. Im ehemaligen Tagebaugelände sollen aber schon ab Jahresanfang die ersten Fundamente für Solaranlagen entstehen. Außerdem sind zusätzliche Windräder geplant. Die LEAG spricht von einem Potenzial in Höhe von 3 Gigawatt, die in den nächsten 2 bis 3 Jahren aufgebaut werden. Insgesamt plant der Energieversorger den Aufbau von 7 Gigawatt erneuerbaren Energien bis 2030. Das Ende der Braunkohle ist also bei weitem nicht das Ende der Stromerzeugung in der Lausitz. Das ist auch für viele ehemalige Bergleute ein Lichtblick. Es war ja auch für mein Leben die letzten 15 Jahre Hauptarbeitsthema. Aber im Endeffekt müssen wir ja auch die Chancen sehen, die wir hier haben mit diesen Landschaften, die wir dann im Endeffekt mit beiden Aufgaben, also Wiedernutzbarmachung, Rekultivierung und auch Erzeugung Energien nutzen können. Zusätzlich zur Stromerzeugung werden die Flächen auch zur Renaturierung genutzt. Wo jetzt noch Bagger und Sand zu sehen sind, sollen künftig Wälder, Moore und Wiesen entstehen. Vorgesehen sind auch 3 Seen, aber der Sprung ins kühle Nass wird noch einige Jahre auf sich warten lassen. Wann Sie baden gehen können, das kann ich Ihnen leider nicht so genau sagen. Es gibt aber einen zeitlichen Ablauf. Die Gerätekonstellation des Vorschnittes sozusagen, was die Wiedernutzbarmachung dann angeht und durchführen wird, wird bis ca. 31 in Betrieb sein. Und Stück für Stück, so die Planung, werden wir von Süd nach Nord die Seen herstellen, also als erstes den Heinersbrücker See, dort die Flutung voraussichtlich ab 29 und im Nachgang die weiteren Seen, der Jentschwalder und zum Schluss, wo wir hier stehen, der Taubendorfer See. Das Ende der Tagebauära in Jentschwalde ist also zugleich ein Neubeginn. Beim Blick über das Gelände ist aktuell noch viel Fantasie nötig, um sich die künftige Nutzung vorzustellen. Doch schon in wenigen Jahren entstehen hier nicht nur neue Landschaften, sondern auch neue Möglichkeiten zur Stromerzeugung. Und der Strukturwandel wird einmal mehr deutlich sichtbar.